Ist das immer noch der Auftrag für die Zeitung in Bordeaux? Ja. Das Kerlchen finde ich witzig. Welchen meinst du? Den hier. Ah ja, den mag ich auch. Darüber wollte ich mit dir reden. Die Redaktion will für die Sonntagsausgabe noch mehr von ihm. Ich habe nur mit den Texten meine Schwierigkeiten. Wie wär's, wenn du schreiben würdest? Ich brauche einen Meister der Worte wie dich. Ja, gern, wieso nicht? Und wie wollen wir es machen? Du denkst dir Geschichten aus und ich illustriere sie. Ganz einfach. Das kann nur super werden. Ich bin mir ganz sicher. Na schön, versuchen wir es. Und hast du schon einen Namen für den kleinen Jungen? Ich wollte ihn eigentlich... Nein, ich hab... Oh, la, la! Bitte sehr! Kompliment, das war gut. Stets zu Diensten, die Herren. Er heißt Nick. Nick, aha. Das finde ich gut. Ja, das passt. Nick ist wunderbar. Also dann, auf die fantastischen Abenteuer von Nick. Oder, warte, da fehlt noch was. Nennen wir ihn doch den kleinen Nick. Das ist besser. Guter Vorschlag. Stoßen wir an. Auf den kleinen Nick. Auf den kleinen Nick. Wie lange haben wir darauf gewartet? Wie lange haben wir darauf gewartet? Nein, 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 nein. Endlich, es wurde auch Zeit. Würdest du das so sagen? Endlich, es wurde auch Zeit? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, worum es geht. Ich suche einen Titel für die Geschichte. Die, wo ihr den... Oh, klasse, wir kriegen endlich einen. Ja, weißt du, ich hab mir gedacht... Oh, das ist gut, genau das nehmen wir. Klasse, wir kriegen endlich einen. So einen wie der bei meinem Cousin. Weißt du, mein Cousin ist der Schlechteste in der Klasse. Aber er ist nur so schlecht, weil er eben nicht gut in Mathe ist. Und in Geschichte... Und Rechtschreibung und Erdkunde? In Zeichnen ist er besser, da ist er zweitschlechtester. Der Einzige, der schlechter ist als er, ist Linkshänder. Das gefällt mir, wie du erzählst. Zuerst war Papa ja total dagegen, halt, halt, nicht so schnell. Ich komm nicht mit. Heute Morgen sind wir alle mit richtig guter Laune in die Schule gekommen, weil heute das Klassenfoto gemacht wird. So können wir uns unser ganzes Leben lang an die schöne Schulzeit erinnern. Attacke! Wozu ist dieses dreibeinige Ding? Nicht anfassen! Geht weg, Kinder, geht weg! Haltet Abstand! Hey, ich will es auch! Was soll das? Nein, 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 nein. Hey. Schluss! Wollt ihr wohl aufhören? Jetzt reicht es aber wirklich. Geht auf eure Plätze. Hey, ich muss euch noch meine Freunde vorstellen. Dieser Witzbold da, das ist Roland. Bei Ludwig geht oft was schief. Franz ist der Stärkste von uns. Georg hat immer die feinsten Klamotten an, weil sein Vater reich ist. Max rennt so schnell, dass er oft hinfällt. Und Joachim, der Ärmste, der verwechselt immer rechts und links. Otto ist immer zu am Essen. Und Adalbert, er gehört eigentlich nicht zu uns, weil er ein Streber ist und immer nur lernt. Still, hab ich gesagt! Sofort Ruhe! Na also, nicht bewegen. Du lieber Himmel, was soll denn das? Ich lasse mich entweder so fotografieren oder überhaupt nicht. Hm, schön, was soll's? Eins, zwei... Oh, mein Brötchen. Na warte, du Blödmann! Das Wichtigste beim Fischen ist absolute Ruhe! Jawohl, Chef! Und seid schön vorsichtig, dass hier keiner ins Wasser fällt. Oh, ich dreh durch. Toller kleiner Kerl, wer ist das? Nick, du könntest mir mit ihm helfen. Du denkst dir Geschichten aus und ich illustriere sie. Warte, nennen wir ihn doch den kleinen Nick. Prima Idee!
Idee. Ich glaube, wir werden viel zu lachen haben. Weißt du, was ihm fehlt? Wir müssen für Nick ein paar Freunde erfinden. Yes. Aber was soll das denn? Ein Mädchen? Ah. Quatsch machen ist toll. Das war lustig. Die besten Ideen kommen mir, wenn ich vor mich hin träume. Meine Freunde und ich haben zusammen so viel Spaß. Oh Gott. Ha, nimm das. Du lieber Himmel, was soll denn das? Ich will sowas Foto oder überhaupt nicht. Schreib mir eine neue Geschichte. Nach den Ferien erkennen Sie ihn nicht wieder. Wow. Das wird toll. Und keine Sorge, ich erkenne euch auf jeden Fall.